Herzlich willkommen zur 167. Ausgabe von Niners 360. Die Chemnitzer Zweitliga-Basketballer überrollen weiterhin die Konkurrenz in der zweiten Basketball-Bundesliga und eilen von Rekord zu Rekord. 20 Erfolge am Stück stehen nunmehr zu Buche und Platz 1 ist den Männern von Cheftrainer Rodrigo Pastore eigentlich nicht mehr zu nehmen. Zum Heimspiel am vergangenen Wochenende empfingen Sachsens beste Basketballer die Seawolves aus Rostock. Mit zuletzt 4 Siegen aus 6 Partien wahren sich die Nordlichter ihre Chance auf die Playoffs, allerdings wurden alle 4 Partien daheim gewonnen, auswärts setzte es 2 Niederlagen. Das Hinspiel ging zum Jahresabschluss relativ klar an die Niners. Die Hausherren konnten, bis auf Jonas Richter, der sich im Shootaround leicht verletzte, auf dasselbe Team wie im Dezember zurückgreifen. Bei den Gästen hat sich im Transferfenster nochmal einiges getan. Allen voran auf der Trainerposition, wo mittlerweile der erfolgreichste deutsche Trainer Dirk Bauermann das Sagen hat. Und mit Zach Lofton konnte man einen Spieler mit NBA-Erfahrung an die Ostsee locken. Chemnitz war zwar weiterhin Favorit, aber man wusste vor der Partie nicht genau, auf welche Version der Seawolves man hier treffen würde. Knapp 4000 Zuschauer sorgten für den passenden Rahmen und die ersten Duftmarken der Partie setzte eben jener Zach Lofton mit 2 erfolgreichen Treffern vom Perimeter. Die Niners trafen ebenso direkt hochprozentig von Downtown und gingen nach Treffern von Wimberg und Elliott mit 9:7 in Führung. Nicolas holte sich und seinem Team eben jene schnelle Führung per Dreier zurück. Allgemein muss man sagen, dass der Beginn der Partie geprägt war von erfolgreichen 3-Punkte-Würfen beider Teams. Chemnitz traf 6, Rostock 5 im ersten Viertel. Zum Ende der ersten 10 Minuten setzten sich die Niners mit einem 5:0-Lauf erstmals etwas ab. Malte Ziegenhagen zum 25:19. Aus dem 5:0 wurde innerhalb von 3 Minuten im zweiten Viertel ein 14:0-Lauf. Chemnitz überrannte die Gäste nun plötzlich förmlich, die vorn eine Fahrkarte nach der nächsten warfen und hinten dem Teamspiel der Niners nicht gewachsen waren. Mitte des zweiten Abschnittes führte der Tabellenführer so schon mit 20 Punkten. Chemnitz wirkte gedankenschneller als der Gegner und konnte selbst nach erfolgreichen Freiwürfen der Rostockern Fastbreaks fahren. Und so schraubten die Hausherren weiter den Vorsprung nach oben und führten zur Halbzeit bereits mit 25 Zählern 59:34 und für die Männer von Dirk Bauermann bahnte sich ein mittelschweres Debakel an. In der Halbzeitpause wurde zum zweiten Mal in Folge der Harald Liebers Apparate- und Behälterbau 5000-Euro-Jackpot geknackt. Die ehemalige Chemcats-Spielerin Nadja Prötzig traf aus 14 Metern und konnte so das Geld eintüten. Oh, oh, oh. Ach du meine! Zu Beginn von Halbzeit 2 zeigten die Niners weiterhin keine Gnade. Ein schneller 9:2-Lauf ließ den Vorsprung nun schon auf über 30 Punkte anwachsen. Dominic Johnson zum 68:36. Eiskalt verwandelt! In der Folge konnte Rostock etwas besser gegenhalten und den Vorsprung wieder etwas unter 30 Punkte drücken. Doch nach einem weiteren 10:0-Lauf zum 87:49 kratzten die Niners schon am 40-Punkte-Vorsprung. Das war so vor der Partie nicht unbedingt zu erwarten. Zur letzten Viertelpause war der Ausgang der Partie quasi schon fixiert. 87:53, 34 Punkte vor und Chemnitz sollte auch das 22. Spiel in Folge gewinnen. Und so plätscherte das Spiel im Schlussabschnitt dahin. Ivan Elliott besorgte für die Niners am Brett den 100. Punkt und auch Youngster Leon Hoppe konnte sich von Downtown noch auf dem Scoreboard verewigen. Auf Rostocker Seite polierte Zach Lofton seine Statistik in der Garbage Time mit 6 Dreiern und 20 Punkten nochmal ordentlich auf und kam so auf beeindruckende 39 Zähler. Den Sieg holten sich aber wie gesagt die Niners. Eine Tatsache wollen wir aber dennoch nicht unerwähnt lassen, das Spiel war über die gesamte Zeit recht hitzig, mit vielen geahndeten und nicht geahndeten technischen und unsportlichen Fouls, vor allem aber auf Seiten der Gäste. Das Ganze gipfelte dann in einem unsportlichen Foul an Luis Figge, wonach Virgil Matthews und Coach Pastore die Hutschnur platzte. Das Spiel war entschieden und dennoch nahmen die Gäste Verletzungen durch unangebrachte Härte in Kauf. Pastore war sichtlich unzufrieden mit der Linie der Schiedsrichter und wurde deswegen durch 2 technische Fouls der Halle verwiesen. Später in unserer Ausgabe dazu mehr.
Am Ende stand ein klarer 109-82 Heimsieg für die Orange Army zu Buche und die Mannschaft behielt als Einheit gegen die individuelle Klasse einzelner Rostocker Spieler klar die Kontrolle im gesamten Spielverlauf. Ja, Lofton ist ein richtig guter Spieler. Er hat richtig guten Wurf. Aber ja, meine Mannschaft hatte. Meine Mannschaft hatte super Defense heute Abend und ja, ich bin gut, dass wir gewonnen haben. Yeah, I also think that him shooting and scoring 40 points, he was kind of icing his teammates, meaning that his other teammates couldn't get going. So, you know, I'll take the win over anything. I think that a 10-man or 11-man rotation team is better than, you know, individuals any day. You know, but credit to them. They played a good game, but I think we had a good defensive principles today, and I thought we did a good job executing. Ja, wir wollten ihn natürlich auch kontrollieren, aber ich meine, ist ganz egal, wenn wir jetzt mit 20 gewinnen, wir hätten genauso mit 40 gewinnen können, hätte er nicht am Ende nochmal 15 Punkte voll gemacht. Aber ich meine, wir sind zufrieden mit dem, ey, mit 20 gewinnen kann man sich nicht beklagen. Wir können aber trotzdem was lernen, ihn halt solche Spieler halt trotzdem ein bisschen besser zu verteidigen, damit wir halt mit dir 40 gewinnen, wie gesagt, und nicht nur mit 26. Naja, also ich glaube, also mal abgesehen davon, ich glaube, der Lofton ist ein unglaublich talentierter Spieler. Man hat aber auch gesehen, dass er sehr frustriert war und dass auch, glaube ich, nicht so gewohnt ist, diesen Kontakt, weil wir haben ihm heute echt viel Kontakt gegeben, in der ersten Halbzeit besonders, und da hat er auch nicht so super gespielt. Am Ende war das dann halt so dieses, wir sind 30 Punkte vorne und wir waren nicht nah genug dran, dass er so viel und hochprozentig die Dreier trifft, Wahnsinn, also Respekt. Aber ich glaube, das ist bitter, dass sie abhängig sind von diesem Spieler. Das ganze Team spielt nur auf ihn und irgendwie ist das auch, ich weiß nicht, wie sie sich das vorstellen, so durch die Saison in die Playoffs noch zu kommen. Weil wenn du kein Team hast, sieht man ja, dass man einfach kürzer tritt. Ne? Und ja, ich denke, dass wir am Ende, wo Luis dann endlich den auch genommen hat, dann war es auch vorbei. Das sagt dann aber auch schon viel über die Mannschaft in dieser Saison aus. Das Spiel ist schon klar entschieden und trotzdem sind sie bis zum Ende motiviert und wollen kleine Teilerfolge erzielen. So wie eben Luis Figge, der es dann mit starker Defense am Ende verhinderte, dass Lofton die 40-Punkte-Marke noch knacken konnte. Ja, ich hätte ein bisschen gerne ein bisschen eher verteidigt, sagen wir so. Ich habe immer ein bisschen zwischen Point Guard und ihm geswitcht und ich hätte ein bisschen gerne ein bisschen physischer geworden. Ich hatte auch schon relativ schnell Fouls. Aber so ist es natürlich mit einem Happy Ending sozusagen, dass er nicht die 40 macht, dass ich ihn zweimal gestoppt habe, dass der Coach gesagt hat, yo, wechsel mal den lieber auf, bevor da noch irgendwas passiert. Und von daher habe ich das noch richtig so im Mental Game, war ich da richtig stärker als sie und das freut mich aber. Das ist mal ein gutes Happy Ending sozusagen. Schwer beeindruckt vom Spiel der Niners war auch Dirk Bauermann, der nach der Partie auf der Pressekonferenz fast ins Schwärmen kam. Also ich glaube, die Leistung bisher in dieser Saison verdient den allergrößten Respekt. Es ist eindeutig für mich, dass das Programm, dass die Mannschaft auch in ihrer Spielanlage absolut Erstliga-Format hat und ich wünsche euch und der Mannschaft, den Trainern, dass das funktioniert, denn das wäre wirklich sehr, sehr verdient. Und ich sage es nochmal, nicht nur, ich sage es anders, ich glaube, dass diese Mannschaft nicht über überragendes Talent, das sie sicher auch irgendwo haben, keine Frage, gewinnt, sondern weil sie unheimlich guten Basketball spielen und sie verteidigen intensiv, sie verteidigen klug. Sie spielen hervorragend zusammen mit einem Auge für den Mitspieler. Da macht es fast als gegnerischen Trainer Spaß zuzuschauen. Und insofern für uns, wir sind. Eine Sache im Spielverlauf hat aber auch ihn sauer aufgestoßen und das waren die Nicklichkeiten und unsauberen Aktionen seiner Spieler. Wofür ich mich entschuldigen will, sind insbesondere in der zweiten Halbzeit die Undiszipliniertheiten. Das ist nicht unser Weg, das ist nicht mein Weg. Da wird es sicher auch intern Konsequenzen geben, denn so kann man sich nicht verhalten, egal wie hoch der Rückstand ist. Das ist aus meiner Sicht nicht akzeptabel.
Also sicher nachvollziehbar, so als Wettbewerber und als Kämpfer versteht man die Jungs, aber gehen tut es eben trotzdem nicht. Und insofern entschuldige ich mich im Namen des Vereines und der Jungs für diese Undiszipliniertheiten. Euch allen viel Glück. Ihr habt tolle Fans, tolles Programm, tolle Mannschaft. Wünsche euch auf dem weiteren Weg viel Glück. Und wenn wir alles richtig machen, dann sehen wir uns vielleicht ja auch nochmal wieder, wer weiß. Wer weiß, bleibt nur zu hoffen, dass die Aggressivität aus diesem Spiel nicht mit in einer möglichen Playoff-Serie mitschwingt. Denn die Aktionen waren schon sehr grenzwertig teilweise. Und da diese nicht frühzeitig mit technischen und unsportlichen Fouls geahndet wurden, erst dann, als die Stimmung komplett zu kippen drohte, waren gerade mit der Leistung der Schiedsrichter nach dem Spiel einige Akteure nicht zufrieden. Ich hoffe, dass irgendjemand schaut und dann wirklich sich beraten wird darüber, weil ich finde, dass wenn wir 30 Punkte vorne liegen in so einem Spiel und wir sind jetzt auch in der Phase, wo wir keinen mehr nachverpflichten können, dann bringt es einfach nichts, wenn so eine Sachen wie Schubsen oder unsportliche Sachen, wenn das nicht geahndet wird. Und wir hatten heute einige Situationen am Ende, die unnötig waren, wo ich finde, diese ganzen technischen Fouls sind unnötig. Also entweder du pfeifst am Ende eine harte Linie, weil du musst das ja auch bestrafen, wenn sowas stattfindet. Weil ich habe keine Lust, hier ein oder zwei von unseren Spielern verletzt vom Parkett zu tragen, nur weil die es nicht auf die Reihe kriegen, hier eine harte Linie zu pfeifen. Klare Worte vom Captain, die wir aber voll und ganz nachvollziehen können. Nicht umsonst reagierten eigentlich besonnene Akteure wie Virgil Matthews und Rodrigo Pastore am Ende so ungehalten. Wenn man ein was Positives aus dieser hitzigen Atmosphäre mitnehmen konnte, dann ist es die Tatsache, dass die Niners-Spieler sich nicht zu Tätigkeiten haben hinreißen lassen und dass sie die harte Spielweise angenommen haben. Das sah ja gerade letztes Jahr in den Playoffs nicht immer so aus. Also ich glaube, der große Unterschied, ich kann jetzt nicht sagen, wie es letztes Jahr war, aber da gab es halt auch einen dominanten Spieler. Aber dieses Jahr ist natürlich, unser Team kann halt auch körperlich dagegenhalten. Das heißt, die haben, wie gesehen, so richtig rough gespielt sozusagen, aber wir haben dagegen gehalten und wir haben es davon nicht unterkriegen lassen. Das ist ja der große Unterschied, wo wir ja dieses Jahr halt auch schon sozusagen als dreckiges Team gelten, weil es halt letztes Jahr nicht so wirklich der Fall war. Und das Jahr haben wir da Spieler, die wirklich da den Zahn ziehen wollen und richtig in die Leute reingehen wollen und keine Angst vor dem Kontakt haben. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied und dann kann kommen, wer will, wenn wir so lange weiter vorne den Ball bewegen und hinten diese Intensität bringen. Jonas Richter fehlte dem Team, wie gesagt, aufgrund einer Zerrung. Wie die Verletzung passierte und wie es die Mannschaft erneut schaffte, kurzfristige Ausfälle zu verkraften, erklären uns die Spiele. It happened in shoot around. He just tweaked something in his leg. He should be fine. But, you know, our team all year has been known for the next guy up mentality. And if somebody gets hurt, you know, we have other guys like Ice, Ivan, who stepped up big today. And it's no problem. It doesn't hurt us when somebody, you know, goes out. You know, we want Jonas to get back as fast as possible, but I'm glad that we have this break coming up so he can get back to where he needs to finish out the rest of the season strong and yeah. Ja, ich meine, ich glaube, erste Halbzeit weiß ich nicht, plus 25 oder so. Und Jonas ist ein super wichtiger Spieler, aber wir haben ja trotzdem auch noch 10 andere richtig gute Spieler, die wir halt immer reinschmeißen können. Und da passiert gar nichts vom Niveau her. Und das ist halt super wichtig. Und das hat uns wieder gezeigt, so auch wenn wir kurzfristig einen Ausfall haben, wie wir als Team trotzdem zusammenrücken und einfach das sogar super kompensieren können. Ich glaube, das habt ihr schon öfters erwähnt, dass wir einfach, oder ich habe schon öfters erwähnt, dass wir immer jemand haben, der reintritt und heute war es eben, ob Ivan eine krasses Spiel gemacht hat als Fünfer, ja auch. Und der ist ja auch nicht gewohnt, diese Position zu spielen. Und ich finde, der hat heute einen super Job gemacht. Und wir haben halt immer irgendwie jemanden, der dieses Quäntchen extra hat. Und heute haben wir als Team einfach eine super Leistung gezeigt. Und ja, irgendwie merkt man das manchmal nicht so, wenn jemand fehlt. Ne? Und das ist halt, glaube ich, der Luxus, den wir haben dieses Jahr. Ein weiterer Luxus ist der Zuspruch auf den Rängen. Erneut kamen fast 4000 Menschen in die Messe, um die Niners zu unterstützen. Darunter auch jede Menge Fans von der Ostsee, die ihr Team bis zum Schluss supporteten. Fand ich sehr geil heute. Also ich bleib dabei, find die Fans sind einfach der Wahnsinn und ich bin total, also ich kriege manchmal auch Gänsehaut, muss ich ehrlich sagen, weil es einfach so eine coole Stimmung ist und es macht einfach, besonders diese Derbys machen unglaublich viel Spaß und ich hoffe, dass wir vielleicht auch in den Playoffs ein Derby haben. Yeah, it was a good Derby game. Credit to the Rostock fans for coming out. You know, it was a really full crowd today. And, you know, it just showed that, I mean, I love playing in Chemnitz and I love the crowd, the fans. They really mean a lot to us. And just keep selling out the
the arena as much as possible. And yeah, see you next game. Der Erfolg war in vollem Umfang ein Teamerfolg. Dennoch wollen wir auf einen Akteur etwas näher schauen, der sein bestes Saisonspiel gegen Rostock absolvierte. Die Rede ist von Ivan Elliott. Seine 18 Punkte waren seine höchste Ausbeute in dieser Saison. Hinzu kamen starke 7 Rebounds und Karrierebestwerte bei den Steals und Assists. Und so stand am Ende eine dicke 28 in der Effektivität, auch das sein persönlicher Bestwert in dieser Saison. Die Playoffs rücken näher und Ivan Elliott kommt immer besser in Form. Grund genug, sich für ihn mal wieder das Mic zu schnappen. Viel Spaß bei einer neuen Ausgabe von ICQ, Ivan Calls Questions. Heute mit Dominic Johnson. Is this thing on? Is it on? Okay. You can hear me? Good. Back with another ICQ segment with Mr. Dominic Johnson. So what can you tell me about the game today? Oh man, it was tough. I think it was a playoff atmosphere type of game. It was very physical, but I think at the end we just showed our quality. Deep bench and everybody contributed. And on defense, we did what we did and got out running. Oh, that sounds good. Playoff atmosphere. So the fans here, do they help? Do they, you know, I mean, especially with all the fouls and all the things that was going on. Tell me something about the fans and their worth. Man, I love the fans, man. To be honest, man, they're great. It's nothing like any other team in this league. They support us, and even if we up 30 and something happens, they go crazy. So, man, it's just the support is real, and I hope the arena's gonna be packed coming playoffs. How's that stretch coming along? Oh man, it's great, man. My guy right here, Francesco. Y'all can't see him, but he's doing a great job getting me right. So yeah, I even got a taste of it today, so it's okay. Yeah, he great. So we have a break coming up. We got a little bit of time. Is that something that you've been looking forward to? I shouldn't be so happy. Yeah, I mean, I ain't gonna lie. Yes, I was, man. I'm out, man. See you, man. See you in a couple days. Yeah, I think it's real good. I think it's some well rest needed, some time apart to recollect and, you know, come back even stronger. Let's see what else. Yeah, I mean, it was hard game. I mean, when it was a physical game, I should say, on their part, right? Uh-huh. So what do you do when things start happening like that, when it's a lot of fouls, unnecessary fouls, technicals, and all that stuff? I mean, for me personally, I try to calm everybody down if I'm not involved. Leader. But yeah, you know, kind of trying to, you know, do that in my physical presence. But I feel like we just let them know about themselves because we smacking everybody anyway, so, you know. It feels weird holding the microphone like this. Yeah, it's... Maybe I should have sat down like this. Got comfortable, like... But no, I feel like I just try to calm everybody down, and we'll get right back to it, and don't let us you know, throw that off, because that's what teams try to do, try to be physical, try to talk a lot of trash, and yeah, so just don't let us affect us. All righty, I think that's all I got up here in Mein Kopf. In Mein Kopf. Yeah, another segment of ICQ. See you in, what is it, two? What we got, 2 weeks? Oh, first. We'll see you in a bit. Bis gleich. No, später. Später. Entschuldigung. Bis später. Die Niners haben nun erstmal 14 Tage Pause aufgrund des Nationalmannschaftsfensters. Nur einer muss durchziehen. Niklas Wimberg ist mit der A-Nationalmannschaft in Vechta und hofft auf seine ersten Einsätze im Kader. Unterstützung seiner Teamkameraden wird er aber vor Ort nicht erhalten. Ist verrückt. Ich war noch nicht in der Fechte. Also ich habe jetzt erstmal in 3 Tagen, also ja, am Montag habe ich 3 Tage mein Wintercamp in der Raise-Up. Da, genau, dann bin ich erstmal 3 Tage lang busy, aber sonst wünsche ich natürlich Niklas, dass er reinkommt auch, dass er dabei bleibt und dass die deutsche Nationalmannschaft natürlich die 2 Siege holt. Und, aber ich hat da keinen Zweifel. Ich denke, dass sie das holen und ich glaube auch, dass Niklas auf jeden Fall dabei sein wird. Yeah, so we have a national team break. Credit to Niklas for getting invited. I hope he does really well. We're just gonna, you know, go. Everybody is going different places, visiting different cities, and we're gonna hopefully rest up, get some good massages, and come back ready and come back focused. Ich fahre nach Hause,
Ich bin jetzt schon richtig tot, meine Beine sind blei gerade. Aber ja, ich freue mich dann halt am Freitag wieder ins Team zu stoßen, Teamtraining da zu machen. Und ja, aber erstmal jetzt 4 Tage Füße hoch, haben wir uns richtig verdient. Und ich hoffe, Niklas, dass er da, ja, dass er jetzt schnell regenerieren kann, damit er auch halt, oder danach noch einen freien Tag oder so extra kriegt, damit dass er sich ein bisschen von der Nazi auch erholen kann. Aber es ist natürlich ein richtig geiles Ding für ihn und ich freue mich unfassbar für ihn, dass halt diese Nominierung kam. Und von daher, Niklas, Alter, ich freue mich für dich. Ich freue mich für dich und viel Spaß, Alter, bei der Nazi, Digga. Okay, ich hoffe, es geht jetzt mit der Verletzung gerade, als du da ja, auf dem Boden alles gut, Digga. Ja. Du bist sehr hart hingefallen, deswegen. Ja, bin ich, aber okay. Warte, werden nochmal die Faust gezogen, ist egal. Ja, aber. Die Tabelle zeigt nach wie vor das gleiche Bild. Die Niners sind Mutterseelen allein an der Spitze, dahinter Bremerhaven und Jena. Rostock hat es nun schwer im Rennen um Platz 8, wo bis Schwenningen auf Platz 13 alle Teams noch Chancen haben, in die Endrunde zu rutschen. Für die Niners heißt es nun Spannung hochhalten und die Siegesserie weiterführen. Denn das einzige kleine Bein, was sich die Niners noch selbst stellen können, ist in eine Art Vorabzufriedenheit zu verfallen und den Rhythmus zu verlieren. Aber die Spieler sprechen da eine gemeinsame Sprache. Du, ganz ehrlich, ich glaube, vor diesem Spiel hatten wir auch nicht mehr die Gefahr, dass wir da irgendwie runterkommen von diesem ersten Platz in den Playoffs. Und trotzdem haben wir die hier mit 40 Punkten fast weggehauen. Und ich glaube, die Spannung ist da. Ich glaube, wir haben diesen Spielstil, diese Intensität bringt jeder, weil wir auch einfach, jeder im Team will spielen. Und jeder hat da diesen Wettkampf, diesen Geist, hier halt vor diesen Leuten einfach seine Leistung zu zeigen. Und dadurch sind wir halt so effektiv und das glaube ich nicht, dass das in den nächsten Wochen irgendwie weniger werden wird. I don't know. Honestly, I feel like it doesn't matter who we play. We're very focused as a team and we know the job that's at hand. So whoever it is, it doesn't matter. We're just trying to get playoff ready, finishing these last games. Kurz vor Redaktionsschluss der Ausgabe erreichte uns kurzfristig noch eine frohe Kunde. Rodrigo Pastore verlängerte seinen Vertrag mit den Niners bis 2022. Somit ist die Konstanz auf dem Trainerposten weiterhin gesichert. Wir freuen uns und sind damit sicher nicht allein. Sanitär Hase präsentiert wie immer das Highlight der Partie. Und es ist dieses Mal der Fastbreak-Dunk von Luis Figge. Übrigens sein erster Dunk in dieser Saison. Bis zum nächsten Mal bei Niners 360. Stay tuned. Thank you.